Friends und welcome back zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein What I Eat in, ich glaube es waren 5 Tage oder 4, 4 oder 5 Tage. Habe ich euch mal wieder mitgenommen, was ich so gegessen habe und ja, wenn es euch gefällt, lasst doch schon mal ein Like und ein Abo da, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Ich habe echt ganz coole Sachen geplant in nächster Zeit und ja, würde mich echt freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und das motiviert immer so ein bisschen, wenn man merkt, es kommt gut an. Ja, und die Leute gucken sich das auch an, was man hier labert. Ich komme mir immer minimal doof vor, wenn ich so in meiner Wohnung sitze und einfach mit meinem Handy rede. Naja, gut, dass Bounty das eigentlich gar nicht interessiert. Und sorry, dass ich so komisch aussehe. Irgendwie habe ich hier heute voll so Flecken unter den Augen und mein Make-up ist leer. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Auf jeden Fall labere ich jetzt nicht noch mehr und let's go mit dem Video. So Leute, zum Frühstück geht das jetzt so Pizzabrötchen, die ich noch von gestern habe. Und verschiedene Aufstriche mit Kaffee und ich frühstücke auf meinem Balkon. Yeah, und Bounty hat auch schon wieder Bock. Ja, genau, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe jetzt gerade nochmal, das ist ein richtig guter Trick mit Wasser. Also wenn die jetzt nicht mehr so knusprig außen sind, einfach mit Wasser einstreichen und dann im Backofen. Und dann werden die außen wieder richtig schön kross und innen fluffig. Genau. So, ich habe mir jetzt für GNTM bei Eat for Fit meine Lieblingspizza bestellt. Da habe ich meine Cola Zero und ja, GNTM geht aber noch nicht los. Deswegen warte ich noch kurz und dann gibt es die Pizza. Ich freue mich. So, und zum Nachtisch gibt es heute mal den Zitronen-Cheesecake von Eat for Fit. Sonst nehme ich immer den mit Schokolade, aber heute ist es Zitrone. Und ja, ich gucke immer noch GNTM. Und Bounty chillt auch. Moin. Bounty hat übrigens einen neuen Haarschnitt. Ja, richtig fresh für den Sommer jetzt. Also jetzt kommt erstmal Frühling, aber danach kommt irgendwann Sommer. Guten Morgen, bei mir gibt es Brot mit Aufstrichen und Kaffee. Und mein Staubsauger wischt gerade und er will da raus, aber er darf da nicht raus. ja, Bounty guckt ganz gespannt zu. Ne, Bounty? Ja. Schön, so einen sauberen Boden zu haben. Auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt schmecken. So, ich gönne mir jetzt einen BCAA-Drink von MyProtein und da spart ihr momentan auch wieder richtig viel. Ich blende euch das hier unten mal ein. Mit meinem Code spart ihr sowieso immer am meisten auf der Website, also immer mehr als der Code auf der Website. Und auch nur über meinen Link könnt ihr mich unterstützen. Also wenn ihr ganz, ganz lieb seid, dann nutzt meinen Link zum Bestellen. So Leute, hier ist mein Mittag oder Abendessen, wie man es auch nennen mag. Ich habe irgendwie heute Mittag voll verpeilt, was zu essen. Es ist jetzt kurz vor 6. Ich musste heute auch echt viel machen, auch für Instagram und so. Und ja, das ist jetzt eine große Salatbowl mit Zwiebel, Mozzarella-Bällchen, Paprika, Avocado und Gurke. Und als Dressing mache ich mir mal Magerquark und rühre das mit ein bisschen Wasser an, mache das mit Gewürzen. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Oh, es sieht so lecker aus. Ich freue mich. Ich hatte so lange keinen Salat mehr. Ich habe die letzten Tage so viel Kacke gegessen. Ich schwör's euch. So Leute, so sieht es im Real Life aus. Ich mische mal alles durch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher Typ ihr seid. Also esst ihr die Bowl so, wie sie ist. Wobei, ich muss ja das Dressing erstmal verteilen. Aber mischt ihr immer alles durch oder esst ihr immer so von oben runter? Ihr wisst, was ich meine. Also ich mische immer alles durch, egal bei welchem Essen. So, bei mir gibt es jetzt eine Schüssel Quark mit diesem Fruchttopping. Das habe ich jetzt zum ersten Mal und es sieht so lecker aus. Oh mein Gott. Bounty, kannst du jetzt mal etwas ruhiger sein? Dankeschön. Ja, es sieht auf jeden Fall so lecker aus. Oh mein Gott. So, hier gibt es jetzt noch ein paar Snacks. Unter anderem diesen Oreo-Keks von MyProtein und Chips. Das sind die besten Sour Cream. Bounty ist auch schon hier minimal neidisch. Und ich probiere jetzt noch die SCS. Heute gibt es zum Frühstück Quark mit Schokomüsli, Haferflocken und einem Apfel und Kaffee. Und ja, das sah gerade noch schön aus und dann ist mir eingefallen, dass ich noch filmen wollte. Ja, dann habe ich schon durchgemixt. Also ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr die Durchmixer seid oder ob ihr das so von oben runter esst, dass es schön aussieht. Ja, was ich bin, könnt ihr ja klar erkennen, würde ich mal sagen, aber so schmeckt es am besten.
Leute, ich sitze hier gerade beim Schneiden und mir ist einfach aufgefallen, dass ich an dem Tag, wo ich jetzt hier dieses Video einspiele, vergessen habe, weiter zu filmen. Das, was ich euch gezeigt habe, war quasi mein Frühstück oder Mittagessen. Es war halt nach dem Shooting. Es war gegen 14 Uhr oder so. Und, oder 15 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich voll vergessen, an dem Tag zu filmen, weil ich so fertig einfach war von dem Shooting und so. Ja. Aber es war auch nichts Spannendes mehr, was ich euch... Es war eigentlich so ähnlich wie die anderen Tage auch. Guten Morgen, bei mir gibt es zum Frühstück heute Quark mit Haferflocken und Schokomüsli und so Mini-Bananen. Die schmecken eigentlich voll geil, aber ich stehe doch eher auf normale Bananen. Ist mir dann aufgefallen und ein Kaffee natürlich. Und ich gucke gerade auch selbst noch YouTube-Videos an. Und ja, das lasse ich mir schmecken. Boah Leute, ich schwör's euch, es ist schon wieder so dunkel draußen. Man sieht das vielleicht jetzt an dem Licht im Video, aber ja, I hate it. Ich hoffe, es ist bald einfach komplett Sommer und dann ist alles gut. Und ich wollte sagen, ich snacke jetzt einen Apfel. Die liegen übrigens hier so auf meinem Tisch, weil ich da gerade keinen Platz habe nirgends. Und ja, den lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann gibt es nachher irgendwann Abendessen. Genau. Okay, ich melde mich mal zurück. Ich probiere gerade diese vegetarische Salami von der Rügenwalder Mühle. Ich muss sagen, die schmeckt extrem gut. Also wirklich, kauft euch die mal. Und könnt mir gerne schreiben, wie ihr die findet. Wenn ihr die schon getestet habt, könnt ihr es mir direkt reinschreiben. Wenn nicht, testet die und schreibt es mir dann in die Kommentare. Ich finde die super lecker. Die Konsistenz ist ein bisschen anders. Aber so als Belag, finde ich, schmeckt man den Unterschied nicht so krass. Also dafür, dass es eine vegetarische Variante ist, ist es halt richtig geil. Fragt mich nicht, warum. Aber es gibt noch mehr Quark mit Beeren. Und ich habe gerade auch schon Zimt verschüttet. Man kennt es von mir. Und Bonnie hat auch gerade ein bisschen Quark bekommen. Warum stellt es nicht auf? Danke. Und ja, genau, das esse ich jetzt. Ich mache mir jetzt eine Proteinpizza. Und hier habe ich noch so zwei Scheiben so Pastrami und vegetarische Salami. Und hier habe ich mir eine Tomatensauce selbst gemacht aus frischen Tomaten, Tomatenmark. Zwiebeln und Knoblauch und Kräuter. Genau, das sieht so lecker aus und schmeckt auch so lecker, ich schwör's euch. Und natürlich ganz viel Käse. Oh mein Gott. Yes. Und jetzt warte ich auf den Teig. So sieht die Pizza jetzt vorm Ofen aus. Keine Sorge, da ist noch ganz viel Käse unter dem Belag. Aber man macht den Käse immer unter dem Belag eigentlich. Aber ich hatte noch so viel übrig, deswegen kommt noch was oben drauf. Und das kommt jetzt in den Ofen und nicht wundern, ich brauche ein neues Backblech, ganz dringend. So, meine Pizza ist jetzt fertig. Boah, die sieht so gut aus. Der Rand ist auch so fluffig. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Und ja, ich gucke jetzt noch Love Island, Shame on Me. Und Bounty ist schon wieder ein bisschen neidisch. Ja, will jetzt gar nicht gucken. Ich weiß, Bounty. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Guten Morgen, Leute. Bei mir gibt es heute Porridge. Oh mein Gott, ich hatte so lange kein Porridge mehr morgen. Es ist mir so aufgefallen. Ich muss die ganze Zeit rühren. Und das sind die Toppings. Ich habe jetzt hier diese Powdered Peanut Butter von MyProtein angerührt. 15 Gramm habe ich hier angerührt mit Wasser. Und die ist einfach super lecker und hat super Nährwerte. Und ja, der Link ist immer in der Bio und der Code ist immer der gleiche. Damit spart ihr immer mehr als auf der Website. Und diese zwei süßen Mini-Bananen kommen noch drauf. Oh mein Gott, das wird so lecker. Oh mein Gott. Kleines Update. Ich habe jetzt noch was von dem Kakaopulver reingemacht. Und jetzt sieht das so aus. Oh mein Gott, geil. Ich freue mich drauf. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich habe es kurz abkühlen lassen, dass da so eine Haut drauf kommt. Ich liebe das. Und ja, mit der Banane und der Peanut Butter, da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Und natürlich Kaffee und Bounty schon wieder minimal am Ausrasten. Alles klar. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Oh mein Gott, ich freue mich so. So, jetzt gibt es hier einen Apfel. Und danach gehe ich mit Bounty raus in der Hoffnung, dass es jetzt nicht gleich anfängt zu regnen. Ja, man kann das momentan so schlecht abschätzen irgendwie. Also die Sonne scheint und 5 Minuten später schüttet es wieder. Also ist ganz schlimm momentan. Und ja, den gönne ich mir jetzt und dann geht's raus. Okay Leute, ich habe gerade noch 3 von diesen Butterkeksen von Leibniz gesnackt. Oh mein Gott, die machen so süchtig. Abendessen gibt es heute eine leckere Salatbowl mit Kohlrabi. Habe ich mir seit Ewigkeit mal wieder gekauft. Tomaten, Zwiebeln, Rotkohl und so einer Salatmischung. Das Dressing ist immer aus Magerquark mit ein bisschen Wasser und Gewürzen angerührt. Und
Feta-Käse. Ich liebe Feta-Käse. Ich mag Salakis lieber, aber den hat unser Rewe irgendwie leider nicht. Deswegen den, aber der ist auch lecker. Yummy. Aber ich mir gerade eventuell eine ganz kleine Tasse Tee gemacht habe. Ich würde mal sagen, die ist einfach fast so groß wie mein Kopf. Ja. Kann man mal machen. Ich gucke jetzt nach Love Island. Und lass mir diesen Tee schmecken. Oh mein Gott. Ich bin gerade wieder voll im Teefieber. So, bei mir gibt es jetzt eine Quarkbowl. Diesmal mit Mango und ein bisschen Zimt. Und ja. Bounty, du brauchst gar nicht so weggucken. Ich weiß, dass du mal also spürst. Aber du durftest doch gerade den Quarkbecher ausschlecken. Also merken wir nicht. Ja, okay. Alles klar. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Yummy. So, jetzt gibt es noch ein paar kleine Snacks. Und zwar gibt es hier aber dieses Ferrero Rocher Dark. Also ich zeige euch das gleich mal. Das ist so lecker. Oh mein Gott, wenn ihr das seht, kauft das auf jeden Fall. Und meine geliebten Proteinchips von MyProtein. Gibt es auch noch ein Barbecue. Ich mag aber kein Barbecue, deswegen nehme ich immer diese Sorte. Ich hoffe, da kommen irgendwann noch andere Sorten raus. Cheese wäre mega geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Sorten ihr noch feiern würdet für Proteinchips. Und guck mal ein bisschen Trash-TV, wie immer. Und ja, lass mir jetzt schmecken. Morgen früh habe ich um 7.45 Uhr Uni. Ich freue mich nicht. So, hier ist das Eis nochmal. Es ist halt echt sehr klein. Aber ich muss sagen, diese Schokolade ist so dick, das ist so, das reicht halt auch, dieses kleine Eis irgendwie. Mega geil. Ihr kennt, aber da ist halt noch so ein Schoko-Haselnuss-Swirl in der Mitte. Das ist so geil, ich schwöre es euch wirklich. Das gibt es ja auch noch mit normaler Schokolade, aber ich liebe dunkle Schokolade einfach. So, Friends, same place as am Anfang. ich drehe das Intro und Outro gerade nacheinander, weil ich es immer bis nach hinten aufschiebe. Ich weiß gar nicht, warum ich das nie am Anfang drehe. Ich drehe eigentlich immer nur so, das, wo ich das Essen filme und so. Und irgendwann, wenn ich dann mal Motivation habe, filme ich dann auch meine Visage hier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, lasst es gerne mich in den Kommentaren wissen und lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne neue Videoideen in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und ich habe hier auch schon einiges liegen. Da kommt noch ein Unboxing von amerikanischen oder generell ausländischen Süßigkeiten. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo auf jeden Fall da. Ich würde mich freuen. Und ich würde sagen, peace out. Bis zum nächsten Mal.